Sehr was die Malen und grüß euch die Buben. Und ich bin endlich mal wieder unterwegs. Ja, es ist nach wie vor noch ein bisschen ein Kreuz mit dem Kreuz. Daher auch nur wirklich Minimalausrüstung. Ich werde mich auch diese Woche noch etwas schonen. Ich will eigentlich nur ein bisschen in die Natur herumstreifen. Ich habe heute auch nur die Actioncam dabei, damit ich auch keine schwere Kamera in den Armen halten muss, und ich hoffe, ein bisschen was kann ich euch trotzdem noch zeigen, und ich musste einfach mal wieder etwas raus, und in dem Sinn gehen wir mal, ne? Ja, jetzt bin ich wieder am Steinbruch angelangt. Und den muss ich mir natürlich wieder ansehen. Ah, hier wurde ein Baum umgeschnitten. Mein Gott, sind Leute Idioten. Ja, wie man anhand des Schnittbilds sehen kann, der Baum war in Ordnung. Der hatte eigentlich gar nichts. Und jetzt ist er tot. Ach, ich gehe lieber wieder, denn das muss ich mir nicht anschauen. Ja, das sind dann so Aktionen. Da braucht man sich nicht wundern, wenn alles verbunden wird. Da dürfte er doch wohnen, denn hier war einmal ein Eingang, den wurde verschüttet, aber da hat sich wieder wer freigegraben. Feuerstelle. Da liegt noch eine Plane. Hier ein paar Holzbalken. Ja, vielleicht wollte man das überdecken. Und als Lager einrichten. Ja, wäre nicht schlecht. Ja, aber ich gehe weiter. Ich muss dazu sagen, auch hier zumindest kein Müll. Positiv. Eine absolut top Gegend. Ich dachte, vielleicht könnte ich hier ein paar Pilze erhaschen, aber schaut es auch nicht aus. Aber dafür haben wir hier einen schönen Lichteinfall von der Sonne. Ja, da bin ich wieder aus dem Wald heraus. Ja, sicherheitshalber ein Blick in die Höhe, aber hier schaut es doch relativ safe aus. Ja, ich habe ja so einen neuen Topfständer von Bastian, das gehört nicht dazu.
Das Ganze ist von Miltec und was ist ein Klappmechanismus. Passt natürlich auch der Dranger hinein, aber ich habe heute Speed dabei. Und das Ganze steht. Das Problem, was natürlich ist, dass diese kleinen Tassen wieder nicht drauf passen. Und ich habe da von meinem Speed, wo ich mir die Auflage gemacht habe, von meinem Speed Kocher hier sein Teil mal. Das passt hier auch genau. Und in dem Sinn funktioniert das prächtig. So, jetzt richte ich mal alles her und dann melde ich mich wieder. Ich habe hier jetzt mal so drei kleine Speedwürfel hineingelegt. Die werden wir jetzt einmal entzünden. Ja, die brennen mal. Drauf mit dem Wasser. Und abwarten. Ja, Wasser kocht. Perfekt, sprudelt. Und heute gibt es ein Fixfertig-Käfchen wieder. Da ich eine Minimalausrichtung dabei habe. Ja, in dem Sinn wieder mal Prost an alle und diesmal ein besonderes Prösterchen an meinen guten alten Freund Kaffeechaos Uwe, der nach einem schweren Schlaganfall endlich wieder vom Krankenhaus zu Hause ist. Er hat noch etliche Reha-Stunden hinter sich, damit er wieder der Alte wird. Aber das wird wieder. Uwe, Prost! So, jetzt geht's wieder mal an den Abwasch. Ja, diese Tücher sind wirklich ungemein super. Ja, dann können wir das Teil wieder zerlegen. Das ist nur mit seinem Widerhakenverschluss, hält das auf Spannung und passt natürlich auch der Dranger hinein. Ja, das ist auch sehr schnell wieder klein zusammengelegt. Ich finde, das Teil ist wirklich extrem brauchbar. Die Maße oder so, das Gewicht, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich schreibe es unten in die Beschreibung dazu. Und wie gesagt, wenn ihr euch einen Drahtbügel biegt oder so, kann man auch kleinere Gefäße wie so ein Heferl draufstellen. Und auf geht's. Ja, nun bin ich auch schon am Weg retour. War zwar nicht allzu weit, man werden wahrscheinlich gut 4 Kilometer werden. Ja, aber besser als gar nichts. Schamal haben wir natürlich wieder nichts gefunden, aber okay. Habe ich schon damit gerechnet, dass ich keine bekomme. Naja. Ja, Freunde, das war's von der Tour. Das waren jetzt gerade mal 4 Kilometer, aber besser wie gar nichts. Und in dem Sinne, danke fürs Mitlaufen wieder. Und man sieht sich. Servus, die Marlon. Viert euch die Burm.